Trotz Schnee, Eis und Kälte verbringen viele Vogelarten den Winter bei uns. Man fragt sich, wie ein Überleben bei diesen Bedingungen möglich ist und ob unsere Vögel sogar aussterben würden, wenn wir sie im Winter nicht füttern würden. Die Vögel, die bei uns überwintern, sind sich an unser Klima gewöhnt. Und auch in strengen Winter überleben genügend Individuen, die im nächsten Sommer brüten, Junge aufziehen und damit dafür sorgen, dass uns die Arten erhalten bleiben. Warum sind aber viele Arten jetzt so selten geworden? Der Grund ist die ganz traurige Tatsache, dass der Mensch sehr viele natürliche Lebensräume zerstört hat. Wenn wir den Vogelarten wirklich helfen wollen, dann reicht es nicht, wenn wir sie im Winter füttern, sondern wir müssen zusätzlich und vor allem dafür sorgen, dass die natürlichen Lebensräume erhalten bleiben. Ja, dann ist das Füttern also gar nicht sinnvoll. Oh doch, das Füttern ist etwas, das uns Freude macht und die Freude der Natur ist etwas ganz Wichtiges. Wir möchten aber auf der anderen Seite doch die Vögel nicht zu Haustieren erziehen. Und darum sollten wir sie nur den füttern, wenn es wirklich nötig ist. Nämlich den, wenn es Schnee hat und wenn der Boden gefroren ist. Auf was man beim Füttern sonst noch schauen muss, steht übrigens in der Broschüre von der Vogelwarte Sempach. Guten Abend miteinander. Das Hackplätzli, früher eine Mischung aus Gemüse, Brot und Fleisch, ist in den letzten Jahren immer mehr durch den Hamburger aus reinem Hackfleisch abgelöst worden. Das tierische Eiweiß in der Ernährung der meisten Leute ist darum immer dominanter geworden. Im heutigen Rezept wird ein Teil vom Fleisch durch Gemüse und Haferflocken ersetzt. Trübli und den Lauch habe ich fein geschnitten, Zwiebeln gehackt und beides 10 Minuten gedämpft. Zum Zeitsparen habe ich das Gemüse mit dem Fleisch, den Haferflocken, einem Ei und Gewürz schon verknetet und die Hackplätzchen damit geformt. In ganz wenig Öl werden jetzt die Hackplätzchen auf jeder Seite 5 bis 7 Minuten gebrötelt. Als Beilage zu diesen Gemüse-Fleischburger empfehle ich Ihnen Goldhirse und einen Wirtsalat und ich bin sicher, dass Sie es ausprobieren wollen. Schauen Sie doch in der Coop-Zeitung oder auf Seite 210 im Teletext. Also, wenn ihr die Vögel diesen Winter futtern wollt, haltet euch an die Empfehlungen von der Vogelwarte Sempach. Auch Coop hält sich an die Empfehlungen und hat sich bemüht, ein Futter anzubieten, das auf die Bedürfnisse der verschiedenen Vogelarten abgestimmt ist. Neu bei Coop bekommt ihr jetzt übrigens auch die praktische Vogelfutterstation. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 500 Gramm Jubilor Bohnenkaffee 2 Franken günstiger für nur 94. Und das Kilo Coop Weissmehl für nur 1,35. Und morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Coop Brüsseler Chicorée aus Belgien im Beutel an 500 Gramm für nur 1,60. Und das Kilo Rindfleisch gehackt für nur 9,90. Auf Wiedersehen!